So, dann starten wir jetzt in das neue Pokémon-Abenteuer. Wir spielen Pokémon Purpur und gucken mal, was die neue Region Paldea für uns bereithält. Und ich bin sehr gespannt. Wir machen natürlich erst einmal das Aussehen unserer Charaktere, unseres Charakters. Wir haben ja nur einen Charakter. Die sieht voll fresh aus, aber ich weiß nicht, was der Unterschied zu der ist. Es sieht fast eins zu eins aus. Ich glaube, sie hat bisschen anderen Skintone. Aber ansonsten sehen sie ziemlich gleich aus. So, ich glaube, ich bleibe mal bei Kati. Oder sage ich Terrafin? Ah, nee, komm, wir bleiben bei Terrafin. Komm. Nein. So. Ich hoffe, er spricht mich dann auch mit kleinem Y an. Ich kann das einfach mit kleinem P. T. T. Oh mein Gott. Ah, mein Kopf denkt schon wieder weiter als mein. Also nein, mein Mund denkt schon wieder schneller, als mein Kopf reagieren kann. Whatever. Ah, ignoriert mich einfach. So. Machen wir mal Terrafin. So. Meinst du, los geht's? Frisur kann man. Ach so, guck mal, man kann Frisur. Frisur kann man nochmal einzeln ändern? Ah ja, Tatsache. Ach so, okay, ich dachte gerade, was ist der Unterschied? Guck mal, wir können hier alle Frisuren einmal durchgehen. Da ändern sich ja auch die Augen. Das ist ja auch ein bisschen komisch, oder? Oder hatte sie die ganze Zeit so Augen? Nee, ich glaube, sie hatte sich die ganze Zeit so Augen. Immerhin, man hat mal ein paar mehr Frisuren am Anfang zur Auswahl. Undercut ist ja auch cool. Ein Pixie-Schnitt. Das sieht voll süß aus. Der Topfhaarschnitt, der gute alte, den mir meine Mutter auch so geschnitten hat, als ich, keine Ahnung, 5 oder 6 war. Das sieht ja auch mega niedlich aus. Der Doppeldutt. Ich wünschte, ich könnte mir solche Frisuren mal machen. Zerzaus. Oh, ich glaube, ich nehme den Doppeldutt. Ich glaube, das gefällt mir voll gut. Das sieht so ein bisschen aus wie so kleine Mickey-Maus-Ohren. Warte mal. Moment. Wir können auch die Farbe ändern. Ach, guck mal. Aschbraun. Guck mal, das sieht voll niedlich aus. Ich könnte sogar in Pink oder mit weißen Haaren. Ich glaube, ich starte mal mit einer coolen Farbe. Altrosa. Ich mag irgendwie Altrosa. Aber ich mag mehr so ein dunkles Altrosa. Karmesin. Oh, gibt's auch. Ahaha, Leute, es gibt auch Purpur. aber das werde ich nicht machen. Das sieht komisch aus. Aschgrün gibt's sogar. What the heck? Was haben die hier für Auswahl? Ich will irgendwie was. Pink finde ich. Aber irgendwie auch ganz cool. Aber ich glaube, es ist ein bisschen zu. Magenta sieht aber auch irgendwie mega aus. Oh nein, ich kann mich nicht entscheiden. Braun-Pink. Ich glaube, ich nehme Braun-Pink, obwohl es sieht ein bisschen ausgewaschen aus. Nein! 5 Stunden Charakter-Creation später. Ich sitze hier immer noch. Oh nein, ich kann mich nicht entscheiden. Nein. Braun-Pink. Magenta. Ich mag halt diese Rottöne oder diese Rosatöne auch total gerne. Komm, ich nehme Altrosa. Ich liebe Altrosa. Okay, wir sind fertig. Hast du dich für diese Frisur entschieden? Ja. Süß, sie sieht einfach aus wie Minnie Maus jetzt. Muss man mal bei Gesicht gucken. Oh mein Gott, wieso kann man hier denn so viel einstellen? Ich habe die Augen eins. Soll sie ja so ein bisschen verschmitzt gucken? Ah, das ist ja ganz süß. Ah, ich nehm die Standardaugen mal. Nussbraun. Hallo, hast du nussbraune Augen? Violett. Ultramarin, holy shit. Lavendel sieht ja mega aus. Nein, Mann, wieso gibt man mir so viel Auswahl? Da kann ich mich doch nicht entscheiden. Wieso macht man denn sowas? Wer hat sich das denn ausgedacht? Oh, Burgunderrot sieht geil aus. Aber ich glaube, sie sieht dann halt so ein bisschen komisch aus, ne? Also, sie sieht dann halt so ein bisschen creepy aus. So goldene Augen, das wäre auch irgendwie. Aber es sieht auch irgendwie ein bisschen gruselig aus. Ich hätte, glaube ich, gern hellblau und golden. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay. Oh, das sieht voll anime-mäßig aus. Das gefällt mir voll. Okay, ich glaube, ich nehme grün, um ehrlich zu sein. Oh nein, ey. Wieso gebt ihr mir, die in der Charakterstellung 20 Jahre braucht, denn so viel Auswahl, bitte? Wer hat sich das denn ausgedacht, Leute? Wer hat sich das denn ausgedacht? Sieht aus wie ein Vogel. Das sieht einfach aus wie so ein Vogel. Au! Okay, ich glaube, ich nehme die Standardwimpern. Die einfach. Also sind nicht Standard, aber ich nehme die. Ach Gott, jetzt kann man auch noch die Wimpernfarbe. Wollt ihr mich veräppeln? Warte mal, haben die denn jetzt auch dieses. Was hat die Altrosa, ne?
Das sieht ja doof aus. Nein, komm, wir bleiben bei, dunkel. Augenbrauen. Oh mein, selbst die kann man einstellen. Also ich finde das toll, muss ich sagen, dass man hier so viele Gestaltungsmöglichkeiten hat. Hätte ich jetzt nicht erwartet, um ehrlich zu sein. Ich hätte jetzt wirklich erwartet, dass es wieder so diese Standard-Face wird. Also eine dieser 8 oder so, die man da am Anfang auswählen kann. Und das wäre es dann. Guck mal. Augenbrauenfarben. Eigentlich theoretisch müsste ich es ja so ein bisschen an ihre Haarfarbe anpassen, ne? Hier, komm. Let's go. Lippen! Kleine Lippen, freche Lippen, niedliche Lippen, große Lippen, kleine Lippen. Lippende Lippen oder auch grinsende Lippen. Das ist süß. Immerhin, dann sieht nicht jeder Charakter immer so gleich aus. Das finde ich schön. Komm, sie lächelt, sie ist süß. Kriegt noch ein bisschen Lippenstift oben drauf. Oh, guck mal, man kann sie so richtig, man kann sie, hallo. Das ist zu viel Auswahl. Ich fühle das auch. Das ist zu viel Auswahl. Wie geil das aussieht. Oh mein Gott. Du siehst so cool aus. Cremefarben Orange. Ich fühle momentan so ein bisschen das Beige. Ich fühle aber auch so ein bisschen dieses Burgunderrot. Aber ich glaube, dass sie dann... Ich meine, ich weiß ja gar nicht gerade, wie alt sie... Ich weiß gar nicht, wie alt die sein sollen. Ich glaube, die sind relativ jung. Deswegen will ich sie jetzt nicht so überschminken. Kann auch Schönheitsflecken auswählen. So Beauty Spots. Mach ich mal keine. Und Sommersprossen. Ach, ist ja ganz süß. Oh mein Gott, siehst du niedlich aus. Oh, holy shit. Ich habe so einen süßen Charakter. Mache ich die oder die? Ich bin mir gerade nicht sicher. Beide sehen unglaublich toll aus. Ah, ich glaube, ich lasse die. Die sieht so süß aus. Das sieht mega süß aus. Okay. Bist du mit dem Gesicht zufrieden? Ja. Oh mein Gott, sie sieht einfach zauberhaft aus. Obwohl, doch. Ich nehme doch die kleineren Sommersprossen. Hey, bist du zufrieden? Ja. Nein, oh, Moment. Ich nehme, glaube ich, die. Die sehen auch süß aus. Dann ist es nicht... Dann ist es so schön alles... So schön symmetrisch irgendwie für mich angeordnet. Ah, das sieht süß aus. Okay, dann würde ich mal sagen, mein Name ist Tyra Fien. Es geht los nach Praldea. Ah, ich bin jetzt schon so ein bisschen hyped. Einschreibung Traubenakademie. Sprache Deutsch, Name Tyra Fien. Ah, ich sehe so cute aus. Ich sehe so cute aus. Ich bin bereit. Registrierung abgeschlossen. Okay, dann starten wir jetzt, denke ich mal... Ich sollte das vielleicht mit vorlesen. Und nicht nur das. Sie ist außerdem die Heimat vieler wundersamer Wesen, die man Pokémon nennt. Ich dachte, das ergibt ein bisschen schöneren Flow, wenn ich das nicht vorlese. Oh, ist das süß. Man kann sie wahrlich überall antreffen. Im Wasser, hoch in der Luft, sogar in Städten. Wir Menschen leben mit ihnen in Harmonie, geprägt von gegenseitiger Hilfsbereitschaft. Hier in der Traubenakademie streben wir danach, Pokémon noch besser zu verstehen. Dafür kommen wir mit Menschen aus allen Regionen zusammen, um gemeinsam zu lernen. Und als Trainer wachsen wir Seite an Seite mit unseren Pokémon, indem wir Kämpfe aus... Weiter geht's. Der umfangreiche Lehrplan unserer Akademie hilft Schülern dabei, ihr volles Potenzial zu entfalten. Bei uns wirst du nicht nur Freunde und Pokémon, sondern auch dein wahres Ich kennenlernen. Wir alle freuen uns darauf, dich bald an der Traubenakademie begrüßen zu dürfen. Yay! Und damit willkommen zu Pokémon Purpur!
sind so was? Error, Error. So, einen Moment. Sammy ist nämlich auch gerade immer die ganze Zeit mit am Start und das ist ein bisschen nervig gerade. So. Moment. So, nach kurzer Unterbrechung geht es jetzt also nun echt los. So, wir sind gestartet in Pokémon in die Paldea-Region. Eine neue Nintendo Switch-Konsole mit größerem Bildschirm. Willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Paldea, deine Städte. In dieser Folge reden wir über Mesalona City, die Stadt, in der das akademische Herz der Region schlägt. Huch, Zeit aufzubrechen. Jawohl, ich meine, man ist es ja gewohnt, man startet halt immer im Haus. Raff. Hallo. Hallo Mama. Mama ist nicht da, okay, doch, Mama muss da sein, oder nicht? Boah, ist aber ein großes Haus diesmal, ne? Hallo Mama! Guten Morgen, Tyrafine! Wie sieht der hübsch aus? Oh, du trägst ja schon deine Uniform! Nun, heute ist schließlich dein erster Tag an der Akademie. Ich freue mich sehr für dich, mein Schatz. Aber leider musst du dich noch ein wenig gedulden, bevor es losgeht. Die Akademie hat sich eben bei mir gemeldet und gemeint, dass du noch daheim warten sollst. Offenbar ist etwas sehr Wichtiges noch nicht angekommen, das du zum Einschreiben brauchst. Ding-dong. Oh, na das klingt doch nach perfektem Timing. Schau mal bitte nach, wer da an der Tür ist. Kann ich rennen? Nein. Ich darf nicht rennen. Voilà. Ich kann in die Einstellung gehen. Da, da, da. Bitte entschuldigen Sie die Störung. Oh, du müsstest dann also Tyrafine sein, richtig? Ich bitte vielmals um Verzeihung, dass sich deine Einschreibung so verzögert hat. Oh, aber ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Clavel. Ich bin der Direktor der Traubenakademie. Na sowas, das ist ja der Direktor höchstpersönlich. Nun, immerhin bin ich für die Unzulänglichkeiten der Akademie verantwortlich. Das hier sind die Unterlagen, die Ihre Tochter für die Einschreibung benötigt. Meine Mama sieht voll cool aus. Oh, das wäre wirklich nicht nötig gewesen. Darf ich Ihnen vielleicht eine Tasse Tee anbieten, wo Sie doch den ganzen Weg hinter hierher auf sich genommen haben? Nein, nein, machen Sie sich bitte keine Umstände. Tyrafine, ich habe noch etwas mit dem Direktor... Tyrafine, ich habe noch etwas mit dem Direktor zu besprechen. Bereite dich doch so lange in deinem Zimmer auf die Akademie vor. Vergiss deinen Beutel und deinen Hut nicht. Ah, okay, Mama. Senior Direktor, wenn Sie vielleicht Platz nehmen wollen. Gut, dann nehme ich Ihre Einladung dankend an. Der hat voll vor allem viele Pokebälle. Viele Pokebälle. So, ich gehe jetzt auch hoch. Ganz entspannt wackel ich da hoch. Oh, ich finde das schön, dass es wirklich in einer flüssigen Bewegung geht, ne? Und nicht irgendein Ladescreen dann auch beim Runter- und Hochlaufen ist. So, mein Beutel und mein Hut. Da sind sie. Möchtest du deinen Beutel und deinen Hut mitnehmen? Ja! Mein Beutel und mein Hut. Hut, Hut. Wie cute ich einfach mal aussehe. Okay, der Hut ist ein bisschen hässlich, aber ich sehe trotzdem mega cute aus. So, drücke den X-Knopf, um das Hauptmenü zu öffnen. Wählst du dort Speichern aus, kannst du den Stand deines bisherigen Abenteuers sichern. Solche hilfreichen Tipps für dein Abenteuer kannst du dir jederzeit in der Abenteuerfibel durchlesen. Du findest eine Basis-Item-Tasche deines Beutels. Es ist halt so lustig. Ich meine, das letzte Pokémon, was ich richtig aktiv gespielt habe, war damals Pokémon X. Und das ist halt schon ein paar Jahre her. Pokémon Schwert und Schild habe ich zum Beispiel nur recht wenig gespielt. Ich glaube nur so 10, 11 Stunden. Und auch in Legenden Arceus habe ich halt auch nur so 15 Stunden oder so versenkt. Also ich bin gespannt, ob Paldea mich mal wieder motivieren kann, ein Pokémon-Spiel von Anfang bis zum Ende zu spielen. Zumal es ja jetzt, wie gesagt, auch 3 verschiedene Pfade gibt, die man bestreiten kann. Es ist nicht nur dieser klassische, ich will der beste Pokémon-Trainer der Welt sein, sondern auch noch andere. Und auf die bin ich persönlich sehr gespannt. Oh, wunderbar. Gut schaust du aus, mein Schatz. Perfekt vorbereitet für den ersten Tag.
Oh, vorzüglich. So sieht eine Musterschülerin unserer Akademie aus. Ach, was ist heute nur los mit mir? Ich habe ganz vergessen, dir das Wichtigste zu übergeben. Hier im Haus wäre es vielleicht etwas unpassend. Würdest du mir bitte nach draußen folgen? Meine Pokémon, meine Pokémon. Ich frage mich, was der Direktor meint. Komm, lass uns nach draußen gehen. Pokémon! Ich weiß auch schon ganz genau, wen ich nehme. Aber mal gucken. Vielleicht hat er ja jetzt andere dabei. Vielleicht sind es ja jetzt neue. Ja, also schön sieht es schon aus. So vom Look her an sich sieht es schon schön aus. Also so das Drumherum. Aber man sieht halt hinten die Texturen, ne? Sind, also gerade da oben die Texturen von dem Gebüsch dort. Ja. Wohl an, liebe Pokémon. Euer Moment ist gekommen. Sind die knuddelig? Es ist Tradition, neuen Schülern der Akademie ein Pokémon zu überreichen. Du kannst selbst entscheiden, welches dieser drei Pokémon dir als Partner zur Seite stehen soll. Das hier ist Felurie, das Flora-Katzen-Pokémon. Juri! Das ist süß. Das ist Krockel, das Feuer-Kroko-Pokémon. Go! Und zu guter Letzt hätten wir Quax, das Jungenten-Pokémon. Wah! Sie sind alle sehr anhänglich, meist wollen sie gar nicht von meiner Seite weichen. Oh, ich wünschte, ich könnte einfach alle drei nehmen, das wäre so süß. Nanu? Oh, sie scheinen dich interessant zu finden. Da bin ich wohl abgeschrieben. Ich wäre ja gern dabei, während du dein Pokémon auswählst, aber ich muss mich so langsam zum nächsten Hausbesuch aufmachen. Du findest mich in dem Haus dort drüben. Lass dir ruhig Zeit, genügend über deine Wahl nachzudenken und gib mir Bescheid, wenn du dich entschieden hast. Nun denn, ich empfehle mich. Bye. Ah, der Direktor ist so unglaublich höflich und aufmerksam, findest du nicht? Diese drei Pokémon sind wirklich herzallerliebst. Wie soll man sich dann nur für eines entscheiden? Wie wäre es, wenn du sie auf einem kleinen gemeinsamen Spaziergang mitnimmst und schaust, wie das so läuft? So lernst du die drei vielleicht besser kennen. Ah, bevor du losziehst, habe ich noch ein Geschenk für dich. Zur Feier deiner Aufnahme an der Akademie. Du erhältst ein Smartrotom. Smartrotom wurde in deine Basis-Itemtasche verstaut. Smartrotom, das neueste Smartphone-Modell, in dem sich ein Pokémon namens Rotom befindet. Dieses Mobiltelefon ermöglicht den Zugang, die Nutzung allerlei praktischer Apps und den Zugang auch. Das ist ein nagelneues Smartphone. Ich lese dir mal aus der Bedienungsanleitung vor. Wenn du nicht weißt, wo es lang geht, drücke den Y-Knopf. Anscheinend kannst du damit die Karte aufrufen. Wie praktisch! Pass gut auf dein Handy auf, ja? Jetzt aber los mit dir. Viel Spaß! Oh, willst du was? Willst du schnucken? Hallo? Willst du schnucken? So. Begib dich zum Nachbarhaus. Okay. Das ist die Karte. Smartrotom. Das Smartrotom ist ein praktisches Gerät, das von vielen Bewohnern Paldias genutzt wird. Durch das Hinzufügen von Apps kannst du verschiedene Funktionen freischalten. Mithilfe der Karten-App kannst du mehr über die Paldea-Region erfahren. Ziehe den Cursor auf dein Icon und bewege dann den rechten Stick, um gleichzeitig die Karte und deine Blickrichtung anzupassen. Durch Neigen des linken Sticks lässt sich die Lupe bewegen. Drückst du dann den A-Knopf, um einen Ort auszuwählen, kannst du diesen als Ziel festlegen. Mit dem Flugtaxi kannst du umgehend an einige der Orte zurückkehren, an denen du bereits gewesen bist. Oh, yes! Dies geht für alle Orte, die mit einem Flügelsymbol markiert sind. Ich liebe es. Schnellreise. Schnellreise. Liebt man. Guck mal hier. Süß. Boah, man hat so eine lustige Seitenansicht. Das ist mein Beutel. Kann sie denn auch schneller rennen? Oder können wir nur laufen? Schnuckelhase, kannst du auch schneller rennen? Weil, so süß ich das auch finde, ich will... Oh, guck mal. Ich sehe hier ein Item. So, hilft bei Wunden, füllt die KP eines Pokémon um 20 Punkte auf. Die entdecken da die ganze Zeit was und ich würde auch gerne hin, aber ich bin ultra langsam gerade. Was habt ihr entdeckt? Habt ihr Blumen entdeckt? Ja, also die Grafik wurde ja jetzt schon sehr oft angesprochen. Kann man da irgendwas mit dem machen? Nee. Die Grafik wurde halt schon sehr oft angesprochen und ich kann das durchaus nachvollziehen, dass es da an Kritik nur so hagelt. Weil hübsch ist definitiv anders und die Switch kann auch wirklich hübscher sein. Also, man...
Stecke ich gerade in einem. Okay, ich stecke gerade an einem Busch fest. Es geht definitiv hübscher, definitiv. Aber ich bin, wie gesagt, ich lasse mich davon jetzt erstmal nicht so runterziehen. Und guck mir dann einfach mal das Gameplay an und entscheide dann quasi danach. Kann mein Charakter wirklich nicht schneller laufen? Da hinten ist noch ein Item, aber wenn wir so... Also wir brauchen wahrscheinlich eine halbe Stunde, um ehrlich zu sein, bis wir bei dem Leiter der Akademie sind. Aber hey, so können wir immerhin hier so ein bisschen die Gegend bewundern. Die scharfen Konturen der Felsen und der Blätter dort oben. So, ein Pokémon-Ball, damit fängst du wilde Pokémon. Ich meine, an sich ist es schon sehr liebevoll gestartet. Das Haus ist auch echt cool. Ich weiß nicht, da oben ist was, lol. Wie komme ich denn da hin? Sieht einfach aus wie so ein Blöckchen hier. Süß. Okay. Okay, wir machen ein bisschen Surfing auf den Dingern, aber okay, wir gehen. Kann ich mal. Dankeschön. Okay. Hallo? Schnucki? Ich wünschte, sie könnte rennen. Aber sie kann halt einfach nicht rennen. Oh, die Region ist halt schon schön. So an sich mit dem Meer direkt vor der Tür und so. Ist schon schön. Das haben die extra gemacht, damit man sich am Anfang schon an die Grafik gewöhnt. Hallo, ja, ich wollte eigentlich mir das Schild angucken, aber es ist ja schon übersetzt. Cucciarico. Ah, jetzt. Oh, Halleluja. Das hier ist Cucciarico, ein kleiner, aber feiner Ort. Spreche bestimmt falsch aus. Oh, Halleluja. Ja, also man war ein bisschen gezwungen, den Anfang zu genießen mit weniger Tempo. Die Wissenschaft kennt keine Grenzen. Mithilfe der Kommunikationsfunktion kann man wohl mit bis zu 3 Freunden gemeinsam spielen. Und das ist halt auch eine Sache, die mich an diesen Pokémon tatsächlich reizt, dass man das mit mehr Leuten zusammenspielen kann. Also insgesamt mit 4 Leuten, also zu viert, kann man dieses Abenteuer hier... Ich weiß halt nicht, wie das sein wird, ob man die komplette Story mit 4 Leuten machen kann. Also ich glaube, da müssen wir mal echt ein bisschen im Multiplayer auch mal spielen. So. Wir sind an der Hütte angekommen. Ich meine, schon schön. Süß. Bisschen eingebildetes Entchen, aber super süß. Bratapfel, here we go. Bist du die Trainerin dieser Pokémon? Was ist, wenn es so wäre? Nicht ganz. Noch hat sich Terrafin nicht für eins der 3 entschieden. Ich will alle haben. Auf welches Pokémon ihre Wahl wohl fallen wird? Oh, es sind alle ganz süß, ne? Alle so süß. Hi. Solche Cuties, Mann. Solche Cuties. Aber es ist schon ein bisschen am Lecken, ne? Hallihallo. Wir kennen uns noch nicht, oder? Ist das meine Rivalin? Du bist früher hergekommen, als ich gedacht hatte. Senior Direktor, sagen Sie, ist das vielleicht... Darf ich dir deine neue Mitschülerin Terrafin vorstellen? Habe ich mir doch gedacht, du bist in das Haus da drüben eingezogen, stimmt's? Ich war schon total gespannt darauf, dich endlich kennenzulernen. Oh, ich heiße übrigens Nemila. Die meiste Zeit wohne ich in der Akademie, aber das hier ist mein Zuhause. Also Nachbarin, lass uns doch Freundinnen sein. Nein. Ja, wir sind ja nett. Das war die einzig richtige Antwort. Wir kommen sicher super miteinander klar. Nemila ist unsere Schulsprecherin, solltest du wissen. Und nicht nur das, sie ist außerdem eine äußerst begabte Trainerin, die bereits den Champ-Rang innehat. Ich liebe Pokémon-Kämpfe über alles. Komm, lass uns direkt loslegen. Ein Kampf, hier und jetzt. Nun, sei mit deiner neuen Klassenkameradin nicht so ungestüm.
ihr werdet genügend Zeit haben, um euch näher kennenzulernen. Also lasst es langsam angehen. Was? Wir sind in einer Klasse? Voll gut, dann können wir ja kämpfen, so viel wie wir wollen. Nun denn, Terrapin. Hast du dich entschieden, welches Pokémon dein erster Partner werden soll? Na und ob ich mich entschieden habe, das stand eigentlich auch schon. Ich muss wirklich sagen, ich habe gerade noch so ein bisschen gestruggelt, ne, wen ich von den drei nehmen soll, weil ich war eigentlich mir am Anfang ziemlich sicher, aber jetzt habe ich so ein bisschen gestruggelt kurz, als ich die nochmal gesehen habe. Aber für mich ist meine Entscheidung eigentlich von Anfang an klar gewesen. Ich hatte, glaube ich, um ehrlich zu sein, noch nie ein Pflanzenstarter-Pokémon. Ich hatte, glaube ich, echt noch nie ein Pflanzenstarter-Pokémon, jedenfalls nicht. Soweit ich mich erinnern kann. Ich glaube, ich habe immer Feuer gewählt, weil ich Feuer immer am coolsten fand. Aber in dem Fall ist eine Katze eine Pflanze. Also eine Pflanze ist eine Katze ist eine Pflanze. Ich muss eine Pflanzenkatze wählen. Ihr könnt ja mal gerne sagen, welche Starter-Pokémon ihr genommen habt oder nehmen würdet. Aber ich entscheide mich für die kleine Flora-Katze hier. Hier hätten wir das Pflanzen-Pokémon Fellori. Wie eine kräftig wuchernde Pflanze kann es große Mengen an Wasser problemlos aufsaugen. Du willst also das Pflanzen-Pokémon Fellori, ist das richtig? Ja! Ah, guck, wie süß es ist! Fellow! Du hast dich für Fellori entschieden. Möchtest du dem Fellori einen Spitznamen geben? Oh nein, ich bin gar kein Fan von Spitznamen. Nein. Ich liebe es, wenn Pokémon einfach so heißen, wie sie heißen. Ich weiß, das ist sowas, da bin ich ganz komisch, aber ich hasse es, wenn Pokémon Spitznamen haben. Das ist ganz weird. Oh, guck, wie es mich liebt. Ah, ich liebe es dich auch. Du bist so süß. Oh, guck, wie süß es ist. Guck, wie süß. Fellori scheint dich auch zu mögen, Terrapin. Es ist dein erstes Pokémon, nicht wahr? Behandle es gut. Und jedes Pokémon benötigt natürlich auch einen Pokéball. Hab ich direkt. Gar kein Stress. Du hast ja also Fellori ausgesucht, was? Also, wenn du mich fragst, passt das echt super zu dir. Ihr gebt bestimmt ein klasse Team ab. Direktor Clavel, darf ich mir auch eins aussuchen? Hä, sie ist doch Pokémon-Champ. Sie hat doch Tausende. Hä? Hast du denn bei deiner Aufnahme an der Akademie kein Pokémon bekommen? Genau, habe ich nicht. Damals gab es nämlich andere Pokémon, die ich trainieren wollte. Aber jetzt, wo Tyrafine bei Null anfängt, möchte ich gleichzeitig mit dir ein neues Pokémon trainieren. Ohoho, das klingt nach einer wundervollen Idee. Dann möchte ich sehen, wie du mit Terrapin einen Neuanfang startest. Ha, Spitze, vielen Dank! Wenn Terrapin Fellori hat, dann möchte ich das hier. Nett, dich kennenzulernen, Quax. Also gut, jetzt haben wir beide unsere Pokémon. Weißt du, was das heißt? Es ist Zeit für ein Duell-Kampf. Ich warte unten am Strand auf dich, also komm vorbei, wenn du bereit bist. Bye, bye. Nee, Mila ist Pokémon-Kämpfen beinahe etwas zu sehr angetan. Ich empfehle dir aber, ihre Herausforderung anzunehmen. Das wird das Band zwischen dir und deinem Pokémon stärken. Natürlich, ich bin doch immer dabei. Ich finde halt auch manchmal schwer, nur anhand des Starter-Pokémons sich den auszusuchen, weil manchmal sehen die Weiterentwicklungen mega furchtbar aus. Also das hatte ich auch schon ganz oft, da sieht das Starter-Pokémon einfach voll cool. Hey, ich bin hier drüben. Oh Gott, sie kann da wirklich runterfallen. Ich dachte, das macht sie nur so aus Spaß. Immer dieses Ich dachte, das ist so quasi der Hint, so hallo, da ist eine Klippe, hier solltest du nicht runterfallen und dir alle Beine brechen, aber na gut. Gar kein Problem. So, hier noch ein bisschen Stuff eingesammelt. Kann ich nochmal mit dem Akademie-Typen. Oh, das arme kleine Kroko-Pokémon. Indem du gegen sie kämpfst. Okay, dann gehen wir mal. Gehen wir unseren ersten Kampf bestreiten. Ich kann mich noch daran erinnern, an die guten alten Oldschool-Pokémon-Zeiten, wo man damals, wo der Gegner bzw. der Rivale immer das stärkere Pokémon, was gegen dein stärker wahrgenommen hat. Also wo quasi jetzt der Gegner in dem Fall hätte Feuer genommen, damit du da immer auch noch so eine kleine Herausforderung hattest. Aber das haben die irgendwann haben die das geändert, dass der Gegner quasi die schwächere Version, weil man jetzt befreundet ist oder so. Ist ja jetzt nicht mehr der Rivale, ist jetzt der Freund. Die Freundin. Hast du ein Pokémon bei dir? Bist du eine Pokémon-Trainerin? Und als Trainerin müssen wir unsere Pokémon kämpfen lassen, damit sie stärker werden.
Also los, Seraphine, bist du bereit für einen Kampf? Ja.